Das Duales-Projekt ist tatsächlich ein Zertifizierungssystem für hervorragende bzw. überdurchschnittliche Ausbildungsqualität. Es ist ja tatsächlich so, dass es gesetzlich verankerte Mindestnormen für die Berufsausbildung gibt. Aber das Duales-Siegel, das fragt halt einfach weit mehr ab von der Qualität bei der betrieblichen Ausbildung. Und diese Kriterien gilt es dann zu einem Großteil zu erfüllen. Und dann spricht man von einer überdurchschnittlich guten Ausbildungsqualität. Junge Leute, die sind uns wichtig, das ist unser Nachwuchs. Im Endeffekt ist es das Klientel, wo später die Firma weiterführt, groß macht, zum Kunde rausgeht. Und da möchte mir halt von Anfang an den jungen Leuten zeigen, dass sie eine gute Ausbildung haben, mit der sie später dann erfolgreich werden in ihrem Beruf. Und da versuchen wir mit allen Mitteln natürlich da was Modernes anzubieten, um später halt den jungen Leuten auch was bieten zu können. Kein gutes, renommiertes Unternehmen kann sich leisten, keine gute Ausbildung zu machen. Und ich meine, sehr, sehr gute Betriebe haben schon wahnsinnige Probleme, dass sich Azubis einfach überhaupt bewerben, dass die ihre Stelle besetzen können. Und daher glaube ich, dieses Bild, also dieser Wandel einfach, dass wir einfach sagen wollen, nein, eine betriebliche Ausbildung, die hat einfach einen Stellenwert. Und wir haben einfach ganz viele tolle Unternehmer, die wirklich eine herausragende Ausbildung machen mit Menschen, die sich da mit Herzblut einfach drum kümmern. Ja, das soll Duales einfach auch abbilden. Mir kann das nicht nur zu Werbezwecken nutzen, sondern auch sagen, ich habe mich auditieren gelassen. Ich habe meine Ausbildung geöffnet, gezeigt und mir einfach gemeinsam gezeigt, wohin es geht, die Reise und was gut ist. Und deswegen ist es für mich ein absolutes Qualitätssiegel. Und ich würde sagen, keine Firma sollte da Angst davor haben. Es ist eher was Positives für jeden. Es sind immer sehr, sehr spannende Tage, weil es natürlich schon auch so ist, dass man in sehr viele unterschiedliche Betriebe natürlich eigentlich so einmal, sagen wir mal, immer so diese Schlafzimmertür einfach aufmacht und so gewisse Schublade, wo halt jetzt, sag ich mal, ein Otto-Normalverbraucher halt gar nicht sieht. Und wir das ja natürlich schon von so einem ganz anderen Blickwinkel sehen, ne? Und da dann eben einfach auch drauf aufbauen können, um zu sagen, hey, das können wir vielleicht noch besser machen, aber auch mal das Feedback, hey, ihr macht es schon ganz, ganz wunderbar. Es ist immer mit gewisser Nervosität verbunden, obwohl wir eigentlich schon in der Ausbildung richtig gut sind, so vom Gefühl her. Aber es ist doch natürlich mit Aufwand verbunden, sich auf so einen Tag vorzubereiten, dass das auch wirklich rund läuft. Und es ist immer wieder spannend, was dann so festgestellt wird, was man vielleicht doch noch verbessern kann.